Ich trage nicht immer Kontaktlinsen, aber wenn, sind es welche, die komische Effekte für die Augen haben. Warum genau tue ich das? Niemand weiß das, egal. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes, werte Freunde des fortgeschrittenen Semi-Nichtstuns. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich der Kontaktlinsen jetzt die Folge über drin lassen möchte oder nicht. Ich glaube, das entscheide ich spontan. Apropos spontan, ich hau hier spontan erstmal die Skills rein, weil wir nämlich schon wieder über 2300 sind und damit kurz vor der Ascension stehen. Außerdem habe ich mal wieder, wie zum Anfang der letzten Folge, die Musik vergessen. So, da ist sie. Schnell aus der Kiste gekramt. Gerade noch so dran gedacht. Ja. Und bei euch so? Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Wobei, nee, eigentlich. Eigentlich? Moment, lasst mich gucken. Nee, Autofokus ist aus. Sehr schön. Ich war mir gerade nicht sicher, ob der Autofokus von der Webcam an ist, aber nein, ist er nicht. Dann sieht das gerade alles nur so ein bisschen verschwommen aus, weil die linke Kontaktlinse komische Sachen macht. Aber gut, da muss man dann durch, ne? Also. Find's übrigens total krass, wie diese. Also, ich weiß gar nicht, ob man so. Ja, wenn ich nah rankomme, erkennt man es, dass es rote Linsen sind. Ich find's total krass, wie die im Preis gesunken sind. Also, als so farbige Kontaktlinsen, so als nicht nur für einen Film, sondern irgendwie so allgemein aufkamen, dass man die einfach so in Szeneläden kaufen konnte. Da waren die scheiße teuer. Da waren die richtig teuer. Da hat so ein paar Kontaktlinsen, die dann, ja, also die waren dann für einen Monat oder für zwei oder so. Oder also wirklich maximal für ein halbes Jahr. Die haben locker 50 Euro gekostet, teilweise 60. Also zumindest als ich das erste Mal drauf gestoßen bin. Und die roten habe ich jetzt ursprünglich gekauft für den Trailer dreht zu unserer Halloween-Party. Also wir machen da mal so einen kurzen Trailer-Teaser, so ein. Also halt einfach immer nur irgendein Scheiß-Video, weil wir irgendwie Bock drauf haben. Und die halten jetzt 12 Monate und haben 15 Euro gekostet. Nicht 50, sondern 15. Und das ist schon so okay. Und es gibt die inzwischen sogar noch günstiger. Also kriegt man auch für 10 inzwischen. Das sind dann zwar keine, die ein Jahr halten, aber wenn man das nur mal irgendwie spaßeshalber für ein Festival oder eine Party haben will, ist das total okay. Nichtsdestotrotz gucken wir aber erstmal, was hier bei Clicker Heroes eigentlich abgeht. So, Moment, du und du. Kann ich jetzt bitte nicht eine Schatztruhe kriegen, damit ich hier wenigstens ein Level kaufen kann oder auf 1500 und den Schadensbonus mitnehmen und so? Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Statistik. Wir sind bei 169 Tagen. 846 Ascensions. Das sind immerhin 10 Ascensions mehr als letzte Folge. Wow. Ich bin aber nur einen Tag weiter. Das heißt, ich habe 10 Ascensions gemacht. Da war eine Quick Ascension mit dabei. Aber trotzdem, 9 Ascensions ist schon. Wann habe ich da. Wobei. Ich war dann doch noch relativ lange wach. Ja, okay. Doch, kommt hin. Ist genehmigt. So, du. Mit den Ancients sind wir inzwischen relativ d'accord. Libertas und Mimsi auf 8370, da wo sie hin sollen. Mammon hoffentlich auf 8370 nach dieser Ascension. Gucken wir mal, vielleicht auch nicht ganz. Morghulis muss noch ein bisschen und Sialatas muss dann auch ein bisschen. Aber wir nähern uns wirklich langsam dem Punkt, wo Projekt 9000, wie ich es jetzt einfach mal nenne, tatsächlich in greifbare Nähe rückt. Klar, für Morghulis fehlen da eben immer noch knapp 30 Millionen, aber das geht schon. Das ist auf jeden Fall alles noch machbar. Neue Relikte habe ich nicht. Wie sieht es in meinem Clan eigentlich aus? Wir hängen, glaube ich, genau heute wieder auf 34, wo wir, naja, ihr seht schon. Also da sind wir längst noch nicht am Ende der Fahnenstange und ich glaube, die beiden Leute, die den meisten Schaden machen, haben noch gar nicht angegriffen, aber
Ja, das können wir halt total knicken. Also bis wir Level 34 schaffen, das wird noch ein bisschen dauern. Joa. Joa. Warte jetzt eigentlich auch nur noch kurz drauf, bis das hier durchgelaufen ist. Und vergebt mir, ich kaufte mir gerade einen kleinen Kaffee und muss den mal nebenbei trinken, bevor der kalt wird. Außerdem schlafe ich sonst in der Folge, glaube ich, ein. Ich hatte so die total gute Idee. Also ich bin einer von diesen Weicheiern, die ihren Kaffee mit Milch trinken. Und ich hatte die total gute Idee, statt normaler Milch halt mal so eine erkennt man es nicht wirklich, so eine Pistazie-Kokosmilch da reinzukippen, die ich mir vorher beim Einkaufen kaufte. Und es ist so. Also es ist trinkbar, aber toll ist es nicht. Also es ist schon eher so. Aber nun gut, da muss man damit leben. Das Risiko bin ich ja von vornherein eingegangen, von daher. Wir senden jetzt einfach erstmal und denken nicht weiter über Kaffee nach. So, 1,4 Millionen, könnte ein bisschen wenig sein. Für 600 Level. Gott, wie komme ich denn da drauf, dass ich hier 600 Level mit schaffe? Ich bin froh, wenn schaffe ich nicht mal 200 mit. Da habe ich mich aber gerade massiv verrechnet, irgendwie im Kopf. Wie komme ich denn da drauf? Naja, egal. Egal, 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 egal. Ja, dann dauert das leider doch noch ein bisschen. Verdammt, ich dachte, Mammon hätten wir gleich abgehakt. Wie komme ich denn da drauf? War ja total klar, dass der jetzt für 500 Level schon nochmal irgendwie so 4 Millionen Hero Souls braucht. Beziehungsweise eben dann so 5 Millionen. Was auch immer da bei mir ausgesetzt hat, keine Ahnung. Kann ich noch erzählen? Ach genau, mein schlauer Zettel sagt kurz räuspern. Ach ja, der gute Husten, der ist immer noch nicht weg. Genauso wie der Schnupfen, man hört es glaube ich zwischendurch immer noch ein bisschen raus. Wir haben einen neuen Clicker Heroes Patch. Jawohl, den hatten wir in Wirklichkeit in der letzten Folge auch schon. Aber der macht nichts Tolles. Also. Echt nichts Dramatisches, deswegen bin ich da auch gar nicht weiter drauf eingegangen. Aber er macht zumindest, dass, wenn man jetzt im Raid angreift oder beim Clan angreift, der Idle Mode nicht unterbrochen wird. Also natürlich in der Clan-Anzeige schon, aber wenn man dann auf das in Häkchen normale Spiel zurückwechselt, ist man eben wieder direkt im Idle Mode und muss nicht eine Minute warten. Das ist ganz cool. Aber ansonsten ist das so meiner Bugfixes. Also ist so Kleinigkeiten, die korrigiert wurden und nichts Nennenswertes. Ich lese das eben nochmal nach. Nicht, dass ich hier irgendwas Elementares vergesse. Wo habe ich es denn? Reddit, Patch Notes. Da, genau. Clan Raids no longer break Idle Mode. Clan Screens now sort members in descending order. Ach ja, genau. Das ist jetzt. Ich habe noch. Achso, das ist jetzt in absteigender Reihenfolge nach höchster Zone sortiert. Okay. Ist ganz nett, aber ist jetzt so, ja. So eine nette kleine Komfortfunktion, aber so. Ja. Nicht wirklich nennenswert. Außerdem, some other minor bug fixes that you won't probably notice. Und fixed the unlimited raid exploit. Da gab es offenbar bei den Raids irgendeinen Exploit, der irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar mehr Exploits, so wie ich das auf Reddit gelesen habe. Aber naja, zumindest einer davon, also der größte, ist wohl gefixt und ja, juckt mich aber auch irgendwie herzlich wenig. Von daher ist das so, okay. Hätte man jetzt auch nicht unbedingt unter 0.21 laufen lassen können, sondern also nicht unter 0.21 laufen lassen müssen, sondern hätte man auch 20a draus machen können. Aber okay. Soll mir egal sein. Ja, also der Patch.
lassen wir das. Beim Vote sieht es wahrscheinlich immer noch genauso aus. Da wird sich, naja, in Wirklichkeit ist es ja nicht mal 24 Stunden her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Von daher, nein, da hat sich erschreckend überhaupt nichts getan. Vom Verhältnis zumindest nicht. Aber bei mir hat sich ein bisschen was getan. Und zwar versuchte ich, Halloween-Deko zu kaufen auf eBay. Also eigentlich ist es noch gar keine Halloween-Deko, aber man kann super Halloween-Deko draus machen. Und zwar bin ich zufällig drauf gestoßen, so irgendwie alte Puppen, so Porzellanpuppen ohne Köpfe. Da kann man mit ein bisschen Kunstblut und wenn man da mutwillig nochmal einen Arm oder ein Bein abbricht, super Halloween-Deko draus machen. So, habe ich spaßeshalber mal 5 Euro drauf geboten und dachte mir so, ja okay, entweder kriege ich sie in der Hand oder ich kriege sie halt nicht. Ist mir dann eigentlich auch Bums, also so wichtig waren die mir nicht. Und habe dann aber festgestellt, so yay, ich bin höchster Bieter und die gehen total an mich. Und da auch sonst irgendwie wohl nur eine Person drauf geboten hat, außer mir, ich sie sogar für 1,80 Euro bekommen. Was ich prinzipiell sehr super finde, was für den Verkäufer, glaube ich, eher so meh ist, weil der vermutlich schon ganz gern mehr gehabt hätte, aber gut, das ist ja nicht mein Problem. Auf jeden Fall überwies ich dann das Geld. Also es gab halt noch nicht mal PayPal, das war halt nur per Überweisung, also Vorkasse. Und ich so, ja, okay. Hab dann halt die 1,80 plus Porto überwiesen. Nachdem das Geld dann irgendwann da war, schreibt 2 Tage später der Verkäufer so, ja, ich habe da leider eine falsche Angabe gemacht. Die Puppen sind kleiner, die waren mit Kopf 47 cm, jetzt sind sie nur 37. Sie wollen die jetzt bestimmt nicht mehr haben. Ich breche den Verkauf ab. Geben Sie mir mal bitte Ihre Kontodaten, dann überweise ich das Geld zurück. Und ich so, was? Was? So, Moment, was passiert hier gerade? So, und dann kam direkt danach die Mail, dass er tatsächlich den Verkauf abgebrochen hat. Und ich so, Entschuldigung, man kann ja vielleicht erstmal die Antwort vom Käufer abwarten. Naja, hab ihm dann zurückgeschrieben, mir eigentlich egal, wie groß die sind. Also, ne, ist mir jetzt echt wurscht in dem Fall, ich nehme die trotzdem. Ja, seitdem habe ich halt nichts mehr gehört. Mal gucken. Also im Zweifelsfall schicke ich ihm meine Kontodaten und lasse mir das Geld zurücküberweisen, aber ich sehe es aus Prinzip eigentlich gar nicht ein. Weil er hat überhaupt keinen Grund, diesen Verkauf abzubrechen, außer wenn er sagt, ja, das ist mir zu wenig Geld, ich will den nicht für 1,80 verkaufen. Aber das ist nicht mein Problem. Da muss er als Verkäufer dann halt einfach mal entweder das Mindestgebot nicht auf 1 Euro setzen oder halt irgendeinem Bekannten sagen, hier, biet da mal bitte 5 Euro drauf, die möchte ich nämlich mindestens dafür haben. Macht ja eh jeder, so ungefähr. Also ist das mal einfach nicht mein Scheißproblem. So. Aber sowas regt mich halt total auf. So, was soll sowas? Ich meine, okay, wenn ich dann gesagt hätte, nee, ich will die Dinger nicht haben, weil wenn die jetzt tatsächlich 10 cm kleiner sind, ist doof. Aber da ich sie ja eh nur als Deko haben will und nicht jetzt irgendwas Krasses daran rumbasteln möchte, irgendwie um die wieder heile zu machen mit passenden Köpfen oder so, ist mir das eben total wurscht und ich sehe es einfach nicht ein, dass er den Verkauf abbricht, bevor ich irgendwas dazu sage. So. So. Warum? Also, allein, dass er das so gemacht hat, ohne eine Antwort von mir abzuwarten, zeigt halt eigentlich schon, dass sie vielleicht nicht mal unbedingt wirklich 10 cm kleiner sind, sondern das nur als so vorgeschobener Grund ist, damit er sie halt nicht für 1,80 verkaufen muss. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Also ich möchte mir jetzt nichts unterstellen, vielleicht tue ich dem Verkäufer damit auch Unrecht, aber es sieht halt schon verdächtig danach aus. Nun ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wechseln wir das Thema zu etwas sehr Erheiterndem. Nämlich The Human Centipede 3. Lief neulich bei uns im Kino, Deutschland-Premiere, boah, im Rahmen von irgendeinem Splatter-Weird-Movies-Filmfestival. Und ich muss sagen, The Human Centipede 1 war so Richtung Trash-Horror.
Also der hatte so seine ekligen Momente, hatte aber schon Momente, wo ich auch herzhaft gelacht habe zwischendurch. Nicht viele, aber die gab es. Human Centipede 2 war einfach nur so, das ist alles so falsch und das ist alles irgendwie, oh Gott, ist das widerlich. Und Human Centipede 3 war jetzt, ja, letztendlich eine eklige Komödie. Also ich habe sehr viel gelacht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht. Aber war großartig. Für Leute, die jetzt mit Human Centipede nichts anfangen können, ist vielleicht besser so. Schaut es nicht nach. Ihr wollt einfach nicht wissen, worum es geht. Wobei, also prinzipiell, der erste Film, ich erkläre das jetzt ganz grob, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Der erste Film ist so ein bisschen, ja, kranker Wissenschaftler-mäßig. Wo es nämlich einen verrückten, natürlich deutschen Arzt gibt, der auf die großartige Idee kommt. Ich weiß gar nicht mehr, warum genau, aber er hält es für eine super Idee, drei Leute mehr oder minder zu entführen und die aneinander zu nähen. Und zwar nicht irgendwie aneinander zu nähen, sondern quasi Kopf an Hintern. Also so Öffnung an Öffnung, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die Verdauung tut ihr Übriges. Mehr sage ich dazu nicht. Also es hat seine widerlichen Momente. Und im zweiten Teil bauen sie das dann noch ein bisschen aus. Gibt es quasi einen Nachahmungstäter. Das wird, glaube ich, auf 12 Leute ausgeweitet, die dann den Human Centipede bilden. Und im dritten Teil sind es einfach unfassbar viele. Es ist, aber der dritte Teil nimmt, also der dritte Teil ist auch richtig Meta. Also der ist so Meta, dass der Regisseur mitspielt und der Regisseur spielt sich selber als Regisseur der ersten beiden Teile. Was schon einfach so, Moment, was? Also es ist wirklich extremes Nischenkino, wobei es ist eigentlich noch nicht mal wirklich Kino, aber es ist so ein richtig harter Genrefilm, also wirklich sehr, sehr kleine Nische und ich kann voll auf verstehen, wenn 98% der Leute, die dieses Video gucken, sagen, Alter, Human Centipede ist der letzte Dreck, geh mal weg damit. Ist völlig okay, ich find's super. Ich hatte meinen Spaß. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn nochmal gucken müsste. Und die Filme haben vollkommen zu Recht, alle keine Jugendfreigabe. Vollkommen zu Recht. Also es sind Sachen, die muss man nicht gesehen haben. Das sind auch Filme, die, also ich sage da ganz ehrlich, ich habe da Spaß dran gehabt, aber ich muss die jetzt nicht weiterempfehlen. Also das ist auch kein Film, keiner der drei, den man wirklich gesehen haben muss. Es ist halt so, ja, die Filme gibt es und man kann sich vielleicht über die South Park-Folge freuen, die das ganze Thema verarscht. Aber ansonsten, ja, nee. Braucht man das eigentlich nicht weiter kennen. Aber in der Kategorie gibt es eh noch ein paar Filme, von daher. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich überlege gerade, ob ich meine 644 Hero Souls noch für irgendwas anderes ausgebe. Also 644.000. Aber für was ist so, also ich könnte sie sinnvoll, also ich könnte sie sinnvoll schon an verschiedene Stellen packen, aber ich level ja ganz gerne auf glatte Zahlen, außer Morgulis zwischenzeitlich, wobei Morgulis am Ende jetzt auch auf 81 Millionen glatt landen wird, aber zwischenzeitlich ist das mal wurscht. Aber außer in Morgulis könnte ich die auch gerade nirgendwo sinnvoll investieren, weil ich mir sonst nirgendwo, wo ich es gebrauchen kann, einen 100er Schritt leisten kann. Und das ist so. Jetzt könnte man sagen, ja, du könntest ja 30 Level in Mammon packen, dann hast du ja glatt 7900, ja. Aber der muss ja am Ende auf 8370 und von daher möchte ich die 70 eigentlich dahin behalten, damit ich jetzt die restlichen 500 Level, die da fehlen, in 100er Schritten machen kann. Ich stecke einfach alles in Kronos, das ist eine super Idee. Und ich werde übrigens hart getrollt von den Fischen. Also ich kriege so wenig Rubine in letzter Zeit. Ich habe, also so grob vom Gefühl her, von den letzten 100 Fischen so ungefähr 20 Rubine bekommen, vielleicht.
also grob geschätzt, es ist wirklich so, da hat man hin und wieder mal Glück und dann kommt einer mal raus. Meistens ist das dann auch gerade so Vorführeffekt in der Folge. Aber dann kommt halt so 10 Fische lang wieder gar nichts. Beziehungsweise ich werde auch insofern getrollt, dass ich es 2 Ascensions lang gehabt habe, dass wirklich 20 Minuten lang kein verkackter Fisch gespawnt ist. Wo ich mir denke so, Alter, manchmal spawnen die hier im Sekundentakt und jetzt 20 Minuten lang nichts. 2-mal hintereinander? Ma! Was soll das? Aber gut, so ist das eben bei Zufallssteuerung. Dieser Kaffee macht mich echt nicht glücklich. Also gar nicht. Aber nun ja. Ich gehe dann mal. Das sieht irgendwie seltsam aus. Ich glaube, ich sollte die andere auch noch rausnehmen. Das ist super gelaufen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ach ja. Ja, deutlich angenehmer. So, dann kommen die hier gleich wieder in ihr gutes Bad aus Kontaktlinsenflüssigkeit, damit die nicht eintrocknen. Jawohl. So, und dann deutlich besser. Deutlich besser. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe von der Schminke gestern, und das obwohl ich zwischenzeitlich duschen war, also von der Schminke letzte Folge, immer noch so einen leichten Lidschatten. Aber ich setze einfach die Sonnenbrille auf, dann sieht man das nicht. Das ist super. So. Damit bin ich dann auch raus für heute. Vielen Dank fürs Zugucken. Einen angenehmen Tag wünsche ich noch. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ne? Macht's gut, haut rein. Und tschüss.